Christian Lindner und Robert Habeck. Sind etwa beide auf dem Holzweg? Diese Frage stellt sich die Ökonomin Friederike Spieker in ihrem Format Spiekers Corner, auf das wir ja schon des Häufigeren reagiert haben und was wir heute auch wieder tun werden. Naja, schauen wir uns mal an, wieso Christian Lindner und Robert Habeck mit ihrer Politik Deutschland wirtschaftlich gegen die Wand fahren. Spieker? Hallo? Friederike, ich habe was mitgebracht von einerseits unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und Einspieler, das ist, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Video hier gesehen hatte, aber das ist toll, dass wir da jetzt auch Einspieler haben. Richtig, die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland, deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird. Aber nochmal, Sie sind da auf zwei Planeten. Der eine kettet sich an der Schuldenbremse fest, der andere will sie lockern. Der eine will Schulden machen, der andere will sparen. Wo soll denn da ein Kompromiss gehen? Das ist ja genau, ja, wenn ich ihn jetzt vorwegnehme, ist es ja kein Kompromiss. Aber was ich im Bundestag versucht habe zu sagen, ist, genau darüber müssen wir doch reden. Sie haben völlig recht. Es wäre für einen Teil des Parlaments ganz leicht zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Mhm. Es ist aber ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden, schon in der Koalition. Es wird für einen anderen Teil im Parlament ganz leicht sein, wir kürzen die Renten. Es ist ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden. Ein Teil wird vielleicht sagen, kürzt bei, ich weiß nicht. Das stimmt natürlich nicht so ganz. SPD und Grüne haben die Renten auf das aktuelle Niveau zusammengekürzt, was wir hier sehen. Also die Renten, die waren früher mal wesentlich höher und dann wurden sie durch Gerhard Schröder 10 Reformen um ein Viertel gekürzt. Also SPD und Grüne haben die Renten schon massiv gekürzt. Dass sie jetzt auf dem extrem niedrigen Niveau, auf dem sich die Renten aktuell befinden, also es ist ja bei 48% eingefroren, jetzt nicht noch sagen, ja, wir kürzen die Renten noch weiter. Das ist für die ganzen Rentner, die jetzt schon in Armut leben, natürlich nur ein schwacher Trost. Welchen Leistungen? Und ein anderer Teil wird sagen, macht das Fliegen noch teurer. Und es ist ausgeschlossen, dass wir dafür große Mehrheiten finden und das Volumen reicht. So, nun schließt sich alles Mögliche aus. Und dann gehen alle nach Hause und sagen, ja, dann können wir das, was eigentlich notwendig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft durchzuhalten, nicht erreichen. So, das war der Wirtschaftsminister. Und jetzt, ein paar Tage später, hat Herr Lindner, der Finanzminister von der FDP, dem Handelsblatt ein Interview gegeben. Da hat er unter anderem gesagt, richtig ist, dass Robert Habeck und ich dieselbe Analyse haben. Deutschland fällt zurück, weil das Wachstum ausbleibt. Der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und etwas später, wir müssen die Standortbedingungen für alle verbessern. Und dann noch einen kleinen Sprung vorwärts. Der Wirtschafts- und der Finanzminister, also Herr Habeck und ich, gelangen beide zu der Erkenntnis, Deutschland ist nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt. Das ist ein Gleichklang, Friederike. Wie kommt das bei dir an? Was sagst du dazu? Ich teile diese Analyse überhaupt nicht. Die Frage, ob jemand wettbewerbsfähig ist oder nicht, entscheidet sich daran, ob er was verkauft kriegt, ob er in seinem Markt mithalten kann. Und für ein Land insgesamt zeigt sich, ob es wettbewerbsfähig ist oder nicht, ob es Überschüsse im Handel mit seinen Handelspartnern macht. Und zwar insgesamt. Und das ist in Deutschland der Fall. Und zwar nicht zu knapp, wenn ich dann nicht, du kannst ja mal ein paar Zahlen nennen, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Das sind ja schon erhebliche Überschüsse. Genau, also die Handelsbilanz ist seit 2 Jahrzehnten im Plus. Und mal ist es etwas mehr, mal etwas weniger. Also in den Spitzenzeiten, so 2016 rum, hatten wir über 7% Überschuss gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und derzeit sind es über 4%. Und zwar war es 2022 wesentlich weniger. Da war es knapp 2%. Und 2023 ist das wieder auf über 4% gestiegen. Das lag daran, dass die Energiepreise wieder gefallen sind. Wir also nicht ganz so viel für fossile Brennstoffe ausgeben mussten ans Ausland. Und insofern kann also überhaupt nicht davon die Rede sein, dass Deutschland nicht wettbewerbsfähig ist. Ich glaube, worauf sich die beiden Herren beziehen, ist sozusagen eine differenzierte Aussage, dass Deutschland in ihren Augen nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig ist. Und ausreichend heißt mindestens 7-8% Überschuss relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube, Sie meinen mit ausreichend, dass Sie von dem Handelsbilanzüberschuss einen Impuls für die deutsche Wirtschaft bekommen wollen. Und das bedeutet in jedem Fall, dass dieser Handelsbilanzüberschuss regelmäßig zunehmen muss. Das ist im Grunde genommen wie eine Droge. Also wenn man eine Droge einnimmt, dann gibt sie einem irgendwann keinen Kick mehr, wenn man die Dosis nicht erhöht. Und genau darum geht es hier. Und da würde ich doch mal einwenden wollen, dass ein Überschuss für die einen ein Defizit für die anderen ist. Und ein steigender Überschuss für die einen, ein steigendes Defizit für die anderen, das nennen Wirtschaftswissenschaftler dann Nullsummenspiel.
Machen die anderen das ewig mit? Genau, das ist das Problem. Also wenn Deutschland immer wieder diesen neuen Impuls von außen haben will, bedeutet das, dass sich die anderen Länder laufend auch noch stärker bei uns verschulden müssen. Also nicht nur laufend in der gleichen Höhe, sondern auch noch zunehmend verschulden müssen. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Ich möchte gerne mal das Beispiel oder den Vergleich ziehen mit dem Sport, mit dem Dopen im Sport. Wenn man als Sportler dopt, dann hat man die Möglichkeit, wenn das gut funktioniert, einen Wettbewerb zu gewinnen und die anderen in den Schatten zu stellen. Und wenn man das sehr lange macht, dann macht sich irgendwann die Qualität dieses Dopingmittels bemerkbar und die Gesundheit bei dem entsprechenden Sportler ist geschädigt. Und so ähnlich ist das eben bei uns auch mit diesem Handelsüberschuss. Wir haben das, also diese hohe Wettbewerbsfähigkeit, die sich darin zeigt, eben durch eine bestimmte Lohnpolitik hier erreicht in unserem Land und haben damit eben große Erfolge auf den Weltmärkten erzielt, in Form eben dieser Überschüsse. Lohnpolitik heißt, dass unsere Löhne weniger stark steigen als anderswo? Nicht unbedingt absolut gesehen, aber in Relation zu unserer Produktivität sind sie zu gering gestiegen und das macht... Ja, und tatsächlich auch absolut gesehen. Also das Produktivitätswachstum in fast allen europäischen Ländern war relativ ähnlich, wenn man jetzt einige vorlässt, aber in Deutschland und Frankreich, da ist die Produktivität fast genau gleich gestiegen. Nur in Deutschland sind die Löhne halt nicht gestiegen über die ersten 10 Jahre der Euro-Mitgliedschaft, in Frankreich dagegen schon. Also hat Deutschland im Vergleich zu Frankreich deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen und das allein durch Lohndumping. Also die Produktivität in großen Industrienationen, also das Produktivitätswachstum, das unterscheidet sich nicht großartig. Bringt uns eben automatischen Preisvorteil auf dem internationalen Markt. Und ja, dieses Dopingmittel schädigt uns natürlich binnenwirtschaftlich, weil es unsere inländische Nachfrage schwächer wachsen lässt, als wir das eigentlich bräuchten. Und das ist auch der Hintergrund der Investitionsschwäche unserer Unternehmen. Also sie investieren wohl, wenn es um den Auslandsmarkt geht, aber der Inlandsmarkt ist eben nicht so stark, wie er sein könnte und müsste. Und wie könnte man die Investitionsbereitschaft der Unternehmen tatsächlich erhöhen? Ja, das ist schon schwierig. Also es geht sicherlich auch über eine vernünftige Lohnpolitik, aber im aktuellen Zusammenhang ist das, in der aktuellen Lage ist das nicht so einfach. Und der Vorschlag von Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzminister zu sagen, wir müssten eigentlich die Unternehmen entlasten, um sie zum Investieren zu bewegen, der ist ganz nett. Nur was ganz sicher nicht funktioniert, ist die Idee von Herrn Lindner, dass man das gleichzeitig quasi ohne Schuldenaufnahme schaffen kann, also ohne staatliche Schuldenaufnahme, nämlich weil er ja dann das, was er um den Betrag, um den er die Unternehmen entlasten möchte, dann bei den staatlichen Ausgaben einsparen muss. Und das heißt, der Impuls für die Gesamtwirtschaft ist dann genau wieder null. Das funktioniert auf keinen Fall. Also so werden wir die Unternehmen nicht zum Investieren so bekommen, dass in Deutschland wieder ein Wachstum oder eine positive Entwicklung möglich ist. Das funktioniert nicht, sagst du. Und auf der anderen Seite stehen viele Wähler, die vor höheren Schulden eine, ich weiß nicht, wie rationale Angst zu haben scheinen. Ja, nicht nur die Wähler, sondern die Politiker glauben es entweder selber oder reden es den Wählern auch ein. Wir haben ja ein wunderbares Beispiel von Herrn Köhler, FDP-Bundestagsabgeordneter. Das können wir uns jetzt auch gerade nochmal anhören. Und jetzt hat Minister Habeck gerade einen Vorschlag gemacht und ich finde den einen Teil dieses Vorschlags absolut bedenkenswert. Es freut mich, dass wir darüber sprechen, dass wir die Steuerbelastung von Unternehmen reduzieren wollen. Das ist genau der richtige Ansatz, weil genau das die Rahmenbedingungen verbessert, um wirtschaftliches Wachstum in Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Genau der richtige Weg. Aber der zweite Teil zur Schuldenbremse ist genau der falsche Weg. Wir haben ein Riesenproblem gehabt in den letzten Jahren. Wir haben eine Inflation gehabt, die den Leuten das Geld aus der Tasche genommen hat. Und wir haben es geschafft, durch kluge Haushaltspolitik, durch kluge Finanzpolitik in Unterstützung der EZB dafür zu sorgen, dass wir bei einer Inflation von 2,9% sind. Und das ist eine wahrlich gute Nachricht. Also Herr Köhler hat in dieser Bundestagsrede eben den direkten kausalen Zusammenhang zwischen Schulden und Inflation gezogen. Und das ist was aktuell nun wirklich überhaupt nicht der Fall ist. Die Inflation, die wir gesehen haben, hat überhaupt nichts mit der staatlichen Schuldenaufnahme zu tun, sondern mit der Verteuerung der fossilen Energie, die wir importieren müssen. Und dieser Kurzschluss, den Herr Köhler da zieht, der zeigt, wie über dieses Thema gedacht wird, ohne jede kausale Analyse und solange wir ohne jede... Ja, 100%. Also das kann man nur zu 100% unterstreichen. Also die Staatsschulden der EU-Staaten sind zum Bruttoinlandsprodukt durchgängig gestiegen, die ja seit Gründung der Eurozone. Und ja, das hat zu keinem Zeitpunkt zu großartiger Inflation geführt. Plötzlich, wo die Rohstoffpreise 2021, 2022 explodiert sind, steigt dann mit kurzer Verzögerung natürlich auch die Inflation. Und Überraschung, als das Wachstum der Rohstoffpreise zum Erliegen kam, als sie wieder leicht gesunken sind, da ist natürlich auch wieder die Inflation zurückgegangen. Das sehen wir gerade. Also deswegen sind die Inflationsraten gerade so gering, weil das eben keine dauerhafte
keine dauerhafte Inflation war, sondern nur ein temporärer Anstieg der Rohstoffpreise, mehr nicht. Deswegen wird die Inflation in Zukunft auch nicht wieder großartig ansteigen. Vernünftige Analyse dastehen, gibt es auch keinen vernünftigen Ausweg. Also wenn wir das den Wählern einreden bzw. glauben, das wird halt insgesamt so gedacht und deswegen können wir daran nichts machen, dann werden wir hier auch keine Verbesserung der Wirtschaftspolitik erreichen können. Dann letzte Frage von mir, vielleicht nochmal der Satz, den ich vorhin schon mal vorgelesen habe von Herrn Lindner aus dem Handelsblatt. Beide Minister gelangen zu der Erkenntnis, Herr Habeck und ich, dass Deutschland nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig ist. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Droht er damit, aus der Koalition auszusteigen oder was will er damit sagen? Das weiß ich nicht, also kann ich nicht so gut beurteilen, aber er will offenbar wirklich erreichen, dass man jetzt hier eine Unternehmenssteuerreform oder eine steuerliche Entlastung der Unternehmen durchsetzt, quasi mit dem Segen der Grünen. Das glaubt er hier konstatieren zu können und auf jeden Fall hat die FDP vor, das zulasten des Sozialhaushalts zu machen, das steht schon fest. Und ganz egal, ob die Koalition das überlebt oder nicht, das dürfte die politischen Grundfesten unseres Landes erschüttern. Denn dann ist wieder die alte Geschichte da, man entlastet bei den Reichen und bei den Gutverdienenden und die sozial Schwachen werden zur Kasse gebeten. Und das trägt unser Land und unsere Gesellschaft auf Dauer nicht mehr. Ja, das haben SPD und Grüne ja unter der Schröder-Regierung ganz massiv gemacht. Rentner, Arbeitslose, Arbeiter enorm schlechter gestellt, massives Lohndumping betrieben und die Steuern für die Reichen vorher selten dagewesenerweise oder wahrscheinlich nie dagewesenerweise gesenkt. Und unter diesen Kürzungen leiden heute noch große Teile der deutschen Bevölkerung, während die deutschen Superreichen heute viel, viel reicher sind als noch vor 25 Jahren, als Rot-Grün seine erste Regierungszeit antrat. Das war wieder ein gutes Video von Friederike Spieker, weil gerade einer im Chat gefragt hat. Friederike Spieker, guter Kanal, schaut da gerne mal vorbei.